Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Let's Play Dragon Age mit mir Big Mana. Und ja, wir sind hier stehen geblieben an diesem komischen, unheimlichen Ort, wo die Gegner schon Level 12 sind. Ich bin gerade mal Level 2. Keine Ahnung, Level 2. Und ich versuche mich hier irgendwie immer weg zu teleportieren. Aber ich glaube, ich habe es total verkackt. Das ist es ja. Und ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme. Und hier gibt es auch, glaube ich, kein Teleport-Dingens-Dings, wo ich mich wegteleportieren kann. Gruppe wechseln. Rekrutierungs-Tränkestand. Ich weiß nicht, was ich machen soll, denn mir ist das alles so ein bisschen komisch. Sollten wir uns vielleicht ein wenig umsehen? Ich würde gerne weg hier. Aber ich habe keinen Plan wie, das ist das Problem. Und ich will eigentlich nicht. Bitte lass mich irgendwo hinreisen. Nein. Weltkarte. Nochmal? Okay. Ansehen. Tagebuch. Wie kann ich denn hier irgendwo hinreisen? Das ist. Reisen da. Ja! Ich kann reisen! Oh, Gott sei Dank. Ich bin aus diesem Ort raus. Das ist nämlich schon mal ein Vorteil für mich. Denn ich habe da keine Lust, noch lange zu sitzen. Das ist echt ein scheiß Ort, auf gut Deutsch gesagt. Und, ne, da habe ich keinen Bock drauf. Hui! Sehr schön. Freut mich doch. Nur wie war meine Hauptquest eigentlich? Ich habe jetzt keinen Plan, wie jetzt überhaupt meine Aufgaben hier sind und keine Ahnung. Okay. Mal schauen, ich bin mal gespannt, was jetzt so alles passieren würde. Ich habe keinen Plan und ich fürchte mich ein bisschen davor, weil ich weiß nicht, wie es weitergehen soll jetzt. Weil wenn die schon Level 12 sind, da habe ich kein, weiß nicht, kein Nerv zu, weil die werden mich sowas von vernichten. Ihr habt vermutlich recht. Die Gegner, die werden mich total vernichten. Deshalb muss ich, glaube ich, erstmal hier diese Aufgaben hier alle bewältigen, mich hochleveln und sowas halt. Denn anders geht's nicht. Würde ich jetzt mal so einfach so sagen. Also ich kann es nicht besser sagen als. Oh, falsch. Ich muss nach hinten. Alles in Ordnung, Herr? War ein langer Tag. Hey. Ach, da unten. Bitte, irgendjemand muss meiner Frau helfen. Was stimmt nicht mit eurer Frau? Sie wird krank, sobald sich das Wetter verschlechtert. Sie bekommt keine Luft mehr, als hätte sie Spinnweben in der Lunge. Unser Sohn Hindel stellt einen Trank her, der sie atmen lässt. Er ist der Einzige, der es kann, aber er hat sich diesem Kult in den Hügeln angeschlossen. Bitte geht zu ihm und erzählt ihm, was los ist. Ohne diesen Trank wird sie sterben. Gerne doch. Spiel mit dem Feuer. Flache Atmung. Ich muss ja irgendwo hin, theoretisch. Ich laufe mal dahin. Ich werde einfach mal jetzt ein bisschen was machen. Ich muss ja irgendwas machen. Ich muss ja ein bisschen Inhalt hier reingequetscht bekommen. Mal schauen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich tue es einfach mal. Auch wenn das die Logik jetzt nicht so ganz verspricht, aber ich denke mal, das werden wir alle schon hinkriegen. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. Kämpft, Krieger des Nordens. So, wir gehen einfach mal daher. Das ist ja auch ein schöner Weg, glaube ich, hoffentlich. Und ich hoffe nicht, dass wir irgendwie sterben oder sowas halt. Aber ich bin jetzt mal ein bisschen zuversichtlicher. Ich darf nicht immer so pessimistisch sein da drin. Was passiert, weil ich habe immer das Gefühl, ich sterbe in einem Moment.
Aber ich denke mal, jetzt. Was ist das hier? Was für ein Ausblick auf den Königsweg. Okay, das ist wieder diese Totenkopfkamera. So, 4 von 4, geschafft. Dürfte ich jetzt wieder raus? Sehr schön, Scherben gefunden, aber die interessiert mich jetzt eigentlich einen Scheiß. Ich weiß nicht, ob die wichtig sind, das ist das Problem. Ich denke mal, die sind wichtig für irgendwas, aber ich weiß nicht, für was das ist es. Und ich werde einfach mal denken, guck, ich habe sie nicht gesehen und werde einfach mal ein bisschen fahren, weil das bringt mir jetzt nichts. Das bringt mir jetzt nichts. Jetzt lispel ich auch schon wieder. Muss ich mir auch noch abgewöhnen. So, wir laufen mal den Berg hinauf und gucken mal, was da für eine schöne Mission ist. Ich denke mal, die wird total schwierig sein. Oh. Da ist so ein Schildmensch wieder. So, komm her. Und wieso die Maschinen nicht geht, das weiß ich auch nicht. Au. So, kommt der. Kann ich auch irgendwie so einen Sprungangriff machen? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Komm. Tot. Jetzt mal plündern. Lammwolle, ja toll. Da auch plündern. Lammwolle, Wette. Gold, Lammwolle, dekorativer Edelstein. Werde ich mir mal mitnehmen. Und jetzt will ich mal gucken. Diese ganzen Sachen, die kann ich alle noch nicht ausrüsten. Stufe 3. Stufe 3, was bin ich denn dann für eine Stufe? Bin ich gerade mal Stufe 2 oder was? Das gibt's. Ich bin Stufe. Was bin ich denn für eine Stufe, wenn ich den nicht anziehen kann? Ach, hier bin ich schon wieder in Black Walls. Oh, nö. Warte mal. Nee, 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 da gehe ich nicht hin. Das ist hier, doch. Von wegen, da gehe ich nicht hin. Scherben im Hinterland, dann werde ich das machen. Das mache ich nicht, ganz ehrlich. Hui, sehr schön. Man kann also nicht im Wasser laufen oder tief reinlaufen, das ist dann tot. Dann landet man automatisch wieder weg vom Wasser. Batterie ist fast leer, ja, ich weiß, aber ist mir auch scheißegal. Hier sind wir wieder bei Blackwall zu Hause. Eigentlich interessiert mich das jetzt auch nicht. Ich will die Scherben. Das ist die am nächsten dran, am nächsten. Ui, aua. Weißt du, ich sterbe irgendwann nur noch durch Fallschaden. Das sehe ich schon kommen, aber ist mir auch egal. Ui, oh, oh. Oh, okay. Alles cool, alles cool. Hab's gerafft. So, hier sind jetzt natürlich wieder die Gegner alle. Da ist eine Scherbe. Da müsste eine sein. Sozusagen. Weiterer Schlüssel für diesen Tempel in der Wüste. Oh, das ist ja gar nicht. So, einmal die wegmachen alle. Sehr schön.